Der Sportbild-Podcast. Die wichtigsten Nachrichten aus Deutschlands bester Fußballredaktion. Heute mit dem Blick auf den spannenden Meisterkampf in der Bundesliga und einem Ausblick auf die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Elf. Herzlich willkommen, ich bin Anouk Schalén. Wir schreiben Ende März. In Sachen Titeljagd geht es auf die Zielgerade, aber vorher heißt es für die Trainer noch ein letztes Mal durchatmen. Länderspielpause ist das Stichwort. Was das bei den Meisterschaftskonkurrenten FC Bayern und VfL Wolfsburg bedeutet, die dann am ersten Bundesliga-Wochenende nach den Spielen der DFB-Elf gegen Liechtenstein und Wales auch noch direkt aufeinandertreffen, das besprechen wir mit unseren zuständigen Sportbild-Reportern Christian Falk und Axel Hesse. Ja, und Christian, mit dir fangen wir direkt an. Spitzenreiter Hertha schwächelt. Nur ein Punkt beträgt der Vorsprung auf die punktgleiche Konkurrenz Bayern, HSV und Wolfsburg. Aber mit Ruhm bekleckert haben sich die Münchner gegen den KSC beim 1:0 nun wirklich nicht. Kommt die Pause für die Klinsmänner gerade recht? Bei Bayern kommen solche Länderspielpausen eigentlich nie recht, weil der Trainer dann derzeit eigentlich keine Spieler zur Verfügung hat, um nochmal richtig etwas einzuschutieren oder zu trainieren. 8 Spieler sind auf Länderspielreise, einige sind verletzt. Im Falle von Luca Toni, der ist sogar auf Heimaturlaub geschickt worden für eine Woche. Das zeigt ja eigentlich schon, dass dort nicht ernsthaft gearbeitet werden kann. Die Bayern haben eine ganz extrem kurze Vorbereitung auf das wichtige und meisterschaftsentscheidende Spiel gegen Wolfsburg. Die Nationalmannschaftspause kommt deshalb zum ungünstigen Zeitpunkt. Wenn die Spieler zurück sind, kann der Trainer eigentlich nicht mehr viel einstudieren. Er kann nur hoffen, dass sich nicht sehr viele verletzen, da die Verletzungssorgen bei Bayern momentan ja sowieso das Kernproblem sind. Wie sieht's aus in Wolfsburg? Einschätzung von dir, Axel. Kommt die kleine Pause für Trainer Felix Magath gelegen oder ungelegen? Weder das eine noch das andere. Die Mannschaft, denke ich, wird ihren Lauf bis zum Saisonende durchziehen. Also der VfL rollt Richtung Meisterschaft. Es wird häufig über Felix Magath gemeckert, gejammert oder ähnliches. Am Ende zeigt sich, seine Mannschaften sind die, die am belastbarsten von allen sind. Und das ist nun mal so, dass sich das am Ende der Saison auszahlt. Axel Hesse spricht also das aus, was beim VfL keiner zugeben will. Christian, beide Mannschaften weisen ja zuletzt Siegesserien auf. Die Bayern zuletzt wettbewerbsübergreifend mit 4 Siegen in Folge. Aber wie souverän waren die tatsächlich in deinen Augen? Bayern hat gegen Karlsruhe gezeigt, wie verunsichert die Mannschaft eigentlich ist. Es hätte sogar in der Schlussminute der Ausgleich fallen können. Es fehlt einfach noch das konkrete Konzept, um so einen Gegner mal richtig auseinanderzunehmen. Im Spiel gegen den Ex-Trainer Felix Magath fallen dann natürlich Welten aufeinander. Okay, das klingt, als sähst du die Wolfsburger aktuell entschieden besser als die Bayern. 7 Ligasiege in Folge stützen das ja auch. Wie siehst du das denn, Axel? Sind die Wölfe Stand jetzt besser in Form und reicht es, um am Ende tatsächlich ganz oben zu stehen? Der VfL Wolfsburg spielt auch nicht jede Woche gut. Das ist ja das, was Felix Magath voll in die Karten spielt. Nämlich so kann er seine Reizpunkte setzen und jede Woche anmahnen, was nicht läuft. Gegen Schalke waren es 3 Gegentore, die ihm ins Konzept quasi passten, rein rhetorisch. Jetzt in Bielefeld waren sie trotz des 3-0-Siegs nicht die klar dominante Mannschaft. Damit argumentiert Magath auch gegenüber seiner Mannschaft und hält die Spieler damit auf dem Boden. Und so ist natürlich auch zu erklären, dass jeder einzelne Wolfsburger Profi immer noch vom Zielplatz 5 spricht und nicht von der Meisterschaft. In der Kabine wird garantiert vom Titel gesprochen, aber nach außen eben nicht, weil man sich auch nicht des Vorteils berauben will, Underdog zu sein und nicht der große Favorit. Warum sollte man selbst sagen, wir wollen Meister werden und damit die Favoritenrolle selbst übernehmen? Das überlassen sie schön dem FC Bayern. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass am Ende die Schale dieses Jahr dem VfL Wolfsburg überreicht wird. Christian, wenn die Spieler nach den Länderspielen Ende nächster Woche wieder zusammenkommen, heißt das Knallauffall erst Samstag nach Wolfsburg, dann am Mittwoch weiter zum Hinspiel im Viertelfinale der Champions League nach Barcelona. Welches Spiel ist den Münchnern wichtiger? Das Barcelona-Spiel ist in dem Fall, wird wahrscheinlich sogar ein bisschen für den Trainer in den Hintergrund rücken, weil das Spiel in Wolfsburg sicherlich gerade für Klinsmann ein ganz, ganz wichtiges Spiel werden. Der Fokus liegt bei Bayern auf der Meisterschaft und gerade gegen den Ex-Trainer Magath werden die Bosse genau hinschauen, wie weit der Trainer Neuling mit seiner Philosophie gekommen ist. Sollte es da ein böses Erwachen geben gegen den Mann, den man eigentlich rausgeworfen hat wegen Erfolglosigkeit nach 2 Doubles, wird man sich natürlich die Frage stellen, wie zufrieden wenn man mit der Leistung von Jürgen Klinsmann sein kann. Axel, ist ja noch Zukunftsmusik, aber ist das ein besonderer Anreiz für Magath, es seinem Ex-Club im direkten Duell so richtig zu zeigen? Ich glaube nicht, dass es für Felix Magath in dem Spiel den Anreiz gibt, es den FC Bayern zu zeigen. Am Ende will er es dem FC Bayern zeigen. Er will es aber auch nicht nur dem FC Bayern zeigen, sondern er will beweisen, dass er mit Wolfsburg
etwas Richtiges aufbauen kann und möglicherweise auch schon aufgebaut hat. Das ist sein Ziel und nicht irgendeine Revanche oder ein Vergleich mit dem FC Bayern. Kurzer Blick auf die anstehenden Spiele der Nationalmannschaft. Aus eurer Sicht, alles andere als 6 Punkte aus den Spielen gegen Liechtenstein und Wales wäre doch eine Enttäuschung, oder? Mit Liechtenstein ist natürlich ein sehr dankbarer Gegner zum Auftakt, weil die Nationalmannschaft nach den letzten Spielen auch verunsichert ist. Das Spiel in Wales wird sicher schwer und daher sicherlich nicht als Entspannungsphase gesehen werden. Liechtenstein ist aber natürlich ein guter Gegner, um sich da das Selbstvertrauen für dieses Spiel zu holen, weil in Wales kann es natürlich auch wieder Rückschläge geben. Also ich wäre enttäuscht, wenn die Nationalmannschaft ein schwächeres Torverhältnis als 10-0 nach den beiden Spielen gegen Liechtenstein und Wales hätte, und 2 Siege sind natürlich Pflicht. Meine Herren, vielen Dank, das war's für heute. Denken Sie bitte daran, der Tipp schon mal vorab, auch die Spiele der DFB-Elf am Samstag und Mittwoch sowie diverse weitere Highlights aus der WM-Qualifikation können Sie natürlich am besten bei uns im Live-Ticker auf sportbild.de mitverfolgen. Wir melden uns am Freitag wieder und dann mit dem Ausblick auf die neue Formel-1-Saison und den Auftakt beim Großen Preis von Australien. Machen Sie es gut, bis dahin und tschüss. Mehr Namen, Nachrichten und Meinungen auf sportbild.de und jeden Mittwoch aktuell am Kiosk. Sportbild. Ohne geht nicht.